Grüezi und willkommen zum letzten Cash-Börsentalk vor den Ostern. Gast heute ist der Cash-Guru Freddy Herbert. Mit ihm werden wir uns über die Entwicklungen an den Aktienmärkten unterhalten, über die unglaublichen Hosse an den Börsen und natürlich auch über die letzten Entwicklungen in der Eurozone. Freddy Herbert, wir haben seit Jahresanfang an den Börsen ein Plus im Swiss Market Index von unglaublichen 15%. Seit Mitte November letzten Jahres sind es 20%. Wann haben Sie das letzte Mal so einen Jahresanfang an der Börse erlebt? Ich hatte ja letztes Jahr mein 60-jähriges Jubiläum an der Börse. Ich muss sagen, also in dieser Art noch nie erlebt. So. Es hat natürlich auch seinen speziellen Grund. Notenbanken haben Kassen geöffnet, drucken 25 Stunden am Tag Geld und pumpen das im Markt. Obligationen bringen nicht mehr. Die Leute müssen zwangsmässig in die Aktien hineingehen. Besonders jetzt im Frühling, wo alle schöne Dividenden zahlen. Und das wird mitgenommen. Und das ist sicher der Hauptauslöser von dieser Hose. Schauen wir doch das vielleicht mal im Detail an, die ganze Entwicklung von der Börse und der Börsenentwicklung. Wir sehen es hier auf dem Chart. Wir haben hier den 10-Jahres-Chart vom Swiss Market Index eingeblendet. Wir sehen hier ganz rechts aussen, wie seit Mitte Juni oder Juli letztes Jahr die Börsen anziehen und nur eine Richtung kennen. Das war genau dort, wo der EZB-Chef Mario Draghi die erste Andeutung gemacht hat, dass man alles unternehmen wird, um den Euro zu retten. Gibt es denn noch andere Einflussfaktoren, wieso jetzt die Börse so gut läuft, außer die Geldschwemme von der Zentralbanken? Da kommen wir vielleicht noch später drauf zu. Es ist sicher auch eine Flucht in Franken, aber das können wir dann noch bearbeiten. Ja, tun wir doch das gerade jetzt bearbeiten. Wir haben ja das Ultimatum an Zypern, der nächste oder das neue Sorgenkind in der Eurozone. Wieso steigt denn der Franken nicht so deutlich an jetzt? Weil die Leute deutlich wollen sofort in die Aktien hineingehen, sie wollen Substanzwert haben, weil sie sagen, das bringt einen Meter Franken, ist eingesagt und wird nicht viel machen. Da. Hingegen wird die Aktien, die haben echt als Substanz eine echte Chance in der Schweiz. Und darum sind es vor allem die grossen Institutionellen, die jetzt wieder in die Schweiz hineinrennen, in den letzten zwei, drei Tagen, wo sich das Problem Zypern akzentuiert hat. Wir haben ja Italien gehabt, die Party zu tun nach der Parlamentswahl. Wir haben das Downgrading von Fitch bei Italien. Wir haben jetzt Zypern. Trotzdem die Märkte dann nicht so richtig negativ reagieren. Immer das zum Beispiel im Sommer letztes Jahr gehabt oder im Sommer 2011. Also das Chaos und der Markt bleibt aus. Wieso? Ich glaube, das kommt erst später. Italien hat natürlich das Glück, dass sie gerade Habemus Papam haben. Und das hat ihnen da Brot und Spiele fast ein bisschen pervers gesagt, gebracht und hat abgelenkt. Und die grossen Probleme fangen dort an. Und Zypern, das sehen wir ja, das ist natürlich ein Meilenstein für die EU. Und das wird in den nächsten Tagen wird das sich zuspitzen. Meinen Sie, die EU will hier in Zypern ein Exempel statuieren? Das ist quasi als Wink mit dem Zaunfall für die anderen südeuropäischen Länder? Ich glaube, sie wollen auch wenn schon die Russen abwehren, die natürlich da alles Interesse haben. Die Russen erstens haben Zypern seit der EU als ihre Dreischiebe. Da ist viel schwarz und viel weißes Geld drauf und auch sonst läuft einiges. Und die wollen natürlich gerne ein bisschen Schürfrecht haben von den Gas- und Öl-Sachen, die gefunden worden sind und wo jetzt die letzten Studien sagen, die könnten bis 600 Milliarden Euro ausmachen. Und das Zweite ist, das geht auf die politische Ebene, wo die EU natürlich jetzt auch noch Angst hat. Syrien ist der einzige Mittelmeerhafen von der russischen Marine gewesen, das ist verloren. Und die suchen verzweifelt etwas im Mittelmeer. Zypern bietet sich also an. Also da läuft hinter den Kulissen einiges, wo wir gar nicht verfolgen können. Und es geht zu Lasten der Börse. Trotzdem, wenn man den Chart anschaut, Sie haben gerade vor 6 Wochen haben Sie da Börsentag gesagt, dass eigentlich eine Korrektur überfällig sei, dass sie unnatürlich so einen Anstieg. Sie haben es auch gesagt, das haben Sie noch nie erlebt in 60 Jahren Börsenerfahrung. Wann kommt die Korrektur? Oh, sie wird kommen. Das ist unweigerlich. Man hat jetzt schon auch am Donnerstag ein bisschen angefangen, schon korrigieren. Jetzt fängt langsam die Unruhe an. Man muss nicht vergessen, dass die zyprischen Banken jetzt schon einige Tage zu sind. Nach der kapitalistischen Lehre dürfen Banken nicht mehr als 5 Tage zu sein, sonst fängt der geordnete Chaos an, der dann ganz chaotisch wird. Wenn sie jetzt erst am Montag, Dienstag aufmachen, ist das 10 Tage. Und das ist wie auf einer grossen Autobahn. Der Stau ist schnell gemacht. Das Auflösen vom Stau braucht nach Statistik 5-mal länger. Also kann man sich vorstellen, das Puff, den man sich da jetzt in Zypern einhandelt, und das kann auf die ganze EU abfärben und den Euro.
Eben genau, so eine Bankerrun in Spanien oder Italien, das wäre ein Horrorszenario für die Eurozone. Ja, das wäre also etwas, was wir noch nie gesehen in diesem Ausmaß, weil das würde natürlich die Abstimmung mit den Füßen, wie man sagt, ist das Schlimmste, was es gibt, weil das ist noch eher ein Lemming-Effekt. Mhm. Die Bank Sarasin hat doch kürzlich eine Studie herausgebracht, das haben ziemlich viele Leute überrascht. Die Bank sagt, dass der Swiss Market Index Ende Jahr bis auf unter 7'000 Punkte wird fallen. Sehen Sie das auch als plausibles Szenario? Ich schaue das sogar als ein realistisches Szenario an, umso mehr als jetzt langsam mit dem Timelag, den man kann, wegen den extra Sachen und dem leichten Geld, die Industrieproduktion auch in Europa, vor allem im Euroraum, im EU-Raum, sehr rückläufig ist, die letzten Zahlen wieder. Und ich glaube, dass das jetzt auch vor durchschlägt. Wir haben die Earnings gehabt, wir haben Dividendenzahlungen gehabt, 31 Milliarden Franken allein für die SMI-Stocks. Das ist jetzt alles vorbei und jetzt kommt eigentlich langsam die Ernüchterung. Und ich glaube, dass das Szenario durchaus Hand und Fuß hat. So die viel strapazierte und zitierte Börsenregel, so sell in May and go away, das könnte jetzt endlich mal eintreffen in diesem Jahr. Ja, wenn es nicht schon im April passiert. Nicht, aber das hat schon etwas, ja, das hat Hand und Fuß. Also ich würde die Studie von Sarasin, die sich auch mit anderen noch deckt, würde ich jetzt nicht von der Hand weisen. Jetzt haben wir gesehen, der Fall, der SMI fällt, wie Sie vielleicht auch prognostizieren. Natürlich, Leerverkauf, der Index ist eine Möglichkeit. Aber Optionen, Put-Optionen, ist viel besser. Die schenken viel schneller. Ich konnte in den letzten Korrekturen auch ein bisschen mitmachen. Das tut sich natürlich sofort 10-20% nicht zerschlagen. Aber es ist halt ein Gamble. Das ist so. Oder man kann auf defensive Aktien wechseln, aber die würden natürlich den Fall auch natürlich ein bisschen mitmachen, nehme ich an. Ja, die würden auch leiden. Sie würden einfach statt tödlich getroffen sind, sie dann einfach krank. Ja. Eine Aktie im Swiss Market Index, also eine ganze Branche, eigentlich im S1-2-Aktien, Richemont Watch, die leiden ja auch in der Entwicklung in China. Das haben wir ja auch gesehen. Was ja, das ist jetzt gerade am Donnerstag rausgekommen, dass die Export Februar zum ersten Mal rückläufig sind. Und ich habe es an dieser Stelle gesagt. Ich bin im November, Dezember in China, Hongkong, Singapur gesehen. Ich bin auch in den Uhrenläden gesehen, wo ja wirklich luxuriös aufgezogen werden. Sie sind alle leer gesehen. Ich habe mit allen geredet ein bisschen dort. Und jeder hat mir gesagt, vor allem, die sind die Lager füllen. Jetzt offensichtlich sind die Lager voll und jetzt haben sie die Löcher. Also man sieht es an der Reaktion auf den Aktien. Man sieht auch, dass der Goldman Sachs 7% vom Richemont Kapital platziert hat an der Börse noch schnell. Also da hat es einige, die abschleichen. Weil wo sie kalte Füße bekommen? Ja, wo sie da einfach sehen, dass die wilden Orgienzeiten vorbei sind und jetzt eigentlich nüchterner Realistik Platz machen. Also die Uhrenindustrie sehen in den nächsten paar Monaten schon ein bisschen Probleme. Wir kommen gerade noch kurz auf China zurück, aber ich möchte noch kurz ein Thema anschneiden, das auch noch in den Schlagzeilen war in dieser Woche. Der Pharmakonzern Roche soll am Laborgerätehersteller Lifetech in den USA interessiert sein. Das ist über ein Milliardendeal wert. Ist das plausibel und macht das Sinn? Ja, es sind etwa 10 Millionen Franken oder 11 Millionen Dollar, reden wir, dass jetzt das etwa wert ist. Es macht sehr Sinn. Und zweitens, die Roche hat natürlich das Geld. Und nicht vergessen, der feste Franken lässt sie billig einkaufen im Ausland. Es spricht einiges dafür. Es würde gut dazu passen. Sie haben eigentlich schon lange nichts mehr gemacht, sondern recht eine Bolle hat man gut. Ich glaube, da läuft einiges, ja. Eine andere Option für uns wäre natürlich, das Novartis-Aktienpaket zurückkaufen, beziehungsweise Genussschein, wo ja, bei der Novartis ist. Ja, das ist viel zu früh noch. Das ist viel zu früh. Da müsste zu teuer? Ja, vielleicht auch. Und zuerst muss sie mir auch etwas können bieten dagegen. Vielleicht abtauschen von anderen Sachen und so. Aber der Himmel im Untergrund geht das schon. Mhm. Können wir jetzt zu China, da haben wir einen Chart vorbereitet. Das ist der Hang Seng-Chart, der Index aus Hongkong. Man sieht das auch nicht nur am Hang Seng Index, sondern auch am breit gefassten Shanghai Composite Index, der wirklich breit in chinesische Unternehmen investiert. Hier haben wir jetzt den Hongkong Chart. Man sieht hier rechts aussen, wie das seit dem Anfang Februar abbröckelt. Eigentlich gerade das Gegenteil, was bei uns oder in den US-Börsen passiert. Wieso haben wir da den Rückgang? Es ist natürlich gesehen, dass man im Dezember, ich war ja dort gesehen, in Peking, dass man dort den grossen Parteikongress hatte. Neue Formulierung von der Politik, neue Ausrichtung von den Leuten, die mitmachen. Dann ein bisschen der Nüchterungsphase von dort. Und jetzt sagt man doch, dass die neuen Leute doch ein bisschen zwangsmässig mir auch Gas geben, vielleicht sogar ein bisschen
publikumsfreundlicher werden. Sie machen das sicher an der Börse. Bank of China hat zum Beispiel, People's Bank hat zum Beispiel jetzt gesagt, dass man darf, die Ausländer dürfen 10-mal mehr chinesische Aktien kaufen. Und was mir gefällt an dieser Sache ist, alle gescheiten Chinesen, das sehe ich jedes Jahr, haben ihre Gelder in Hongkong. Für mich ist der Hongkong-Index immer der Leitindex mehr als der Shanghai. Nachher kommt der Shanghai und Shenzhen, aber an allererster Stelle ist immer der Hang Seng, den ich anschaue. Das ist das Erste, wenn ich am Morgen früh telefoniere und schaue, was läuft. Dann hat man die Stimmung eigentlich vom ganzen Fernen Osten. Ja, der Shanghai-Index ist ja recht riskant. Wir haben das letzte Jahr gesehen, dass bis Anfang Dezember ist der massiv gefallen, fast das ganze Jahr oder seit Mitte Jahr, ganz massiv runtergefallen. Sie würden eher den Hang Seng bevorzugen? Also für mich ist der Leitindex für China, weil die gescheiten Chinesen alle über Hongkong machen und zuerst machen. Also für mich ist die bessere Fieberkurve. Kommen zum Schluss noch auf Gold. Also dort haben wir ja eine relativ langweilige Phase hinter uns. Wir bekommen täglich irgendwelche Mitteilungen von Banken und Analysten, dass das eigentlich ein schlechtes Goldjahr ist. Der Rohstoffexperte Jim Rogers sagt sogar, der Goldpreis könnte bis auf 1200 Dollar pro Feinunze runterfallen. Sind Sie der gleichen pessimistischen Meinung? Ich kann einfach das Gleiche sagen, was ich sage, den letzten 60 Jahren. Ich sehe einfach, dass jeder Gold hat. Und kriegst du ein Vreneli geschenkt, da kriegst du ein Vreneli geschenkt, da kriegst du eins von der Geburt der Kinder zu der Hochzeit und all drum. Ich habe noch nie einen gesehen, der Vreneli verkauft hat im Leben. Also ich will einfach sagen, wenn einer mal Gold hat, hebt das und der Trend wird dauern. Er wird langweilig sein, aber wird sprunghaft sein. Aber wo es all das ist, auf der feine Sache, das Gleiche im Silber. Wir haben die Woche auch einen Experten bei cash.ch, einen Goldexperten, der sagt, das Gold sei eigentlich nicht mehr ein Buy and Hold, wie Sie jetzt gerade sagen, sondern ein Buy and Trade. Also man soll es handeln. Das ist, glaube ich, eher Silber als Gold. Oder wie sehen Sie das? Silber ist das Gold des armen Mannes und ich zähle mit dazu und schaffe sehr das gut. Das und schaffe sehr gut. Ich sage einfach, Silber von 30 geht schneller auf 60 als Gold von 1500 auf 3000. Es ist auch eine Sache vom Hebel und so. Und im Silber kann man sich schneller drehen, es gibt mehr Optionen, es gibt auch Minen, es gibt vor allem auch das Physische, alles. Es ist ein schönes Betätigungsfeld. Freddy Ebert, merci für den Besuch und danke für die Ausführungen. Schöne Zeit. Das war es vom Cash Börse Talk von heute. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Merci vielmals und auf Wiedersehen.